In Washington liegen die Nerven blank. Wegen der Syrien-Politik von Donald Trump ist es zu einem Eklat bei einem Treffen des US-Präsidenten mit den Chefs der demokratischen Opposition gekommen. Trump soll die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, dabei als drittklassige Politikerin beleidigt haben. Zuvor hatte das Repräsentantenhaus parteiübergreifend den US-Truppenabzug aus Syrien als Fehler gegeißelt. Es ist traurig, dass der Präsident der Vereinigten Staaten nicht genug Selbstvertrauen hat, dass er sich andere Standpunkte anhört, dass er nach dem überwältigenden Votum des Repräsentantenhauses keine Form von Respekt zeigt. Es hat ihn kollabieren lassen und entsprechend hat er sich verhalten. Auf Twitter legt Trump später nach. Pelosi sei krank und brauche Hilfe, schreibt der Präsident. Entweder sei in ihrem Kopf etwas nicht in Ordnung oder sie möge einfach die Vereinigten Staaten nicht. Trump hatte mit seiner Entscheidung zum Truppenabzug den Weg für die türkische Großoffensive gegen die Kurden in Nordsyrien freigemacht. Dafür hagelt es nun in den USA von allen Seiten Kritik.